Wie kann ich euch trauen? Weiter geht's. Trefft mich im Büro und ich zeige es euch. Oh, Bockmist. Ja, die Nebenmission haben wir ja in der letzten Folge angefangen. Willkommen erstmal zurück zu Assassin's Creed Black Flag. Und ja, wir könnten jetzt an dieser Stelle weitermachen. Machen jetzt aber erstmal die Hauptmission. Setzen wir erstmal fort. Hallo Edward. Oben scheint irgendwo eine Truhe zu sein. Wenn er schon hier oben steht, können wir ihn auch ausrauben. Wenn wir ein bisschen mehr Real haben, hier unten ist irgendwo eine Truhe. Ist sie doch unten? Da ist die Truhe. Ja, mach die Truhe auf, Edward. Na, geht doch. So, was ist mit ihm da oben nicht in Ordnung? Warum holt er uns ans Leder? Ans Leder. So. Da rechts ist auch eine Truhe. Ich glaube, wir gehen in dieser Folge mal so ein bisschen auf Truhenjagd. Wir schon hier einmal dabei sind, so die Truhen zu sammeln in Nassau. Und wir müssen ja immer noch eigentlich... Moment. Da unten ist die Truhe. Und wir müssen ja eigentlich immer noch Edward so ein bisschen aufrüsten, weil er ist doch schon ganz schön verwundbar. Na? Gucken, dass wir ein bisschen was jagen gehen. Eigentlich müssen wir auch mal ein bisschen jagen. Müsst ihr verschwinden, Freund? Ah ja, wir müssen verschwinden, ja. Ich halte euch den Rücken frei für etwas Geld. Achso, ich werde zurzeit nicht gesucht. Ja, dann ist ja gut. Dann brauche ich deine Hilfe nicht. Brauchen wir seine Hilfe nicht. Mal gucken, wo wir noch eine Truhe haben. Yay. So, dann schauen wir doch mal. Wir können doch mal ganz schnell und ganz fix mal eben auf die Karte schauen. Mal schauen, ob wir hier irgendwo noch eine Truhe finden. Da ist auf jeden Fall... Ah, hier können wir mal gucken wegen Wildschwein, Kaninchen. Da haben wir Krokodile. Da haben wir auch noch jede Menge Truhen. Ich glaube, wir werden jetzt mal in diese Richtung schlendern. Hier ist auch noch eine Truhe. Die nehmen wir noch mit. Und dann gehen wir dann nach hier oben und werden so ein bisschen jagen gehen und die letzten Truhen einsammeln. Denn, wie gesagt, wir müssen ja ein bisschen jagen, um Edward zu verbessern. Edward sein Lebensstandard oder ein bisschen seine Heilungen. Und wenn er einmal schon so hier steht, rauben wir ihn aus. Betäuben ihn nur ein wenig. Wir töten ihn ja nicht, wir betäuben ihn ja nur und rauben ihn aus. Ich glaube, wir können auch die Passanten hier ausrauben. Da ist die Truhe. Jawohl. Sehr schön. Und was ist hier? Warum ist da so gelb beim Leuchten? Ah. So. Der hat ein bisschen was für uns gehabt. Deswegen haben wir ihn ausgeraubt. Jetzt muss ich nochmal auf die Karte gucken. Wir müssen jetzt... Da ist die nächste Truhe. Genau, und da ist auch Krokodiljagen angesagt. Dann wollen wir mal dahin. Auf geht's. Mann, geht mal aus dem Weg. So. Uah. Uah. Nicht ins Sperrgebiet laufen, Edward.
Ist ja auch mal schön, so ein paar Truhen zu sammeln. Ist mal was anderes, so dass ihr auch mal was anderes seht, nicht nur immer die Hauptstory. So, dann gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Ach, hier in diesem Sumpfgebiet, was wir ja vorhin schon gesehen haben, oder in der vorletzten Folge oder so. Da sind die Krokodile. Das ist dann hier im Sumpf. Vermute ich mal, dass sie hier ein bisschen rumlaufen oder rumlatschen. Krokodiljacht. Frage, wo sehen wir ein Krokodil hier? Auf der Karte sind die doch hier, oder? Ach ne, die sind da in der Mitte, okay. Bis jetzt sehe ich noch kein einziges Krokodil. Vielleicht seht ihr schon mehr wie ich. Aber ich sehe irgendwie kein Krokodil hier großartig. Aber hier ist das doch, oder bin ich jetzt? Oder bin ich jetzt blind? Wie zoome ich denn immer her so? Da ist das. Da ist das Krokodil? Da hinten? Achso, hier in den Sumpf. Ja, toll. Bringt mir ja nichts. Kommen Krokodile nur zu bestimmten Tageszeiten raus? Weiß man das? Ja, ich werde mal so ein bisschen hier durch den Sumpf stiefeln. In der Hoffnung, dass hier irgendwo ein Krokodil auftaucht. Ah, da schwimmt eins. Ah, ja. Ein Krokodil. Das haben wir. Das holten wir auch direkt. Sehr schön. Da ist ein Wildschwein, glaube ich. Ja. Und ich glaube, hier war auch noch eine Truhe, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, da hinten war noch eine Truhe. Und da oben, dann werden wir aber erstmal die hier nehmen, die Truhe. Ja, die ist da oben. So. Haben wir auch. 10 von 22 Truhen. Ich glaube, ist auch irgendwo ein Artefakt, glaube ich, wenn ich das richtig sehe auf der Karte. Ich glaube, hier oben ist das irgendwo. Aber als nächstes erstmal die Truhe. Und mal einen kleinen Blick auf die Uhr werfen, dass ich hier nicht meine Zeit überquatsche. So, die Truhe müsste ja hier in diesem Bereich sein, wenn dann, ne? Watschel, 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 watschel. Hüp, 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 hüp. Oh, hier ist Sperrgebiet. Okay. Warum das? Und wo ist die Truhe? Die ist auch wieder oben. Verdammt. Komm ich denn da hin? Ah, okay. Nein, Edward, so nicht. Wenn dann so. Genau, und so. Und da ist die letzte Truhe. Jawoll. Zumindest die ich jetzt mit dem bloßen Auge gesehen habe. Können wir nochmal auf die schöne Karte gucken. Schauen wir doch mal. So, Krokodil, genau, Wildschwein, das haben wir auch. Da ist, glaube ich, noch Hase. Und da ist auch noch eine Truhe, stimmt, da.
Die werden wir auch noch mitnehmen, aber sonst, da ist noch eine Truhe. Ach, da sind noch ganz viele, die wir noch sammeln können. Oh, da ist noch mal ein Krokodil, sehr schön. So. Können wir damit jetzt eigentlich schon was machen? Können wir uns damit schon irgendwie verbessern oder so? Haben wir da jetzt schon... Boah. Watschel, watschel, watschel. Watschel, watschel, watschel. So. Ach, die Truhe ist unten. Naja. Sehr schön. So. Dann gehen wir mal hier rauf, weil die Truhe war ja, glaube ich, hier oben irgendwo. Schauen wir mal eben auf die Karte nochmal. Hier sind auch Hasen im Übrigen. In diesem Bereich, ja, da laufen sie schon da hinten. Ich glaube, die sind auch schwieriger zu treffen. Oder auch nicht. Doch, haben wir. Sehr schön. Tut mir leid, kleines Häschen. Tut mir sehr, sehr leid. Aber ich hab Hunger. Ich hab Riesenhunger. So, jetzt müssen wir eben kurz gucken wegen der Karte, wegen der Tafel. Wegen der Truhe. Da war die nächste Truhe. Doch schon auf dem richtigen Weg gewesen. So. Oh, da ist ein Angler. Können wir den ausrauben? Nein, hat er jetzt gesagt, fröhlich? Jetzt haben wir ihn beim Angeln gestört. Okay, er angelt weiter, naja. Dann geht's ja. Dann geht's ja. Wir wollen nur die Truhe mitnehmen. Der nächste ist, glaube ich, auch wieder am Strand, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, die ist dann hier. So, aber sonst... Da ist doch noch eine Truhe. Und da im Riesensperrgebiet ist auch eine Truhe, natürlich, wo wir vorhin so verfolgt worden sind. Da unten ist auch noch eine. Und da ist auch noch eine. Oh Gott. Ja. Wow! Entschuldigung. Da habe ich ihn einfach mal von dem Steg gestoßen. Ist er mit seiner Angel abgegangen. Da geht er ab. Da geht er down. Da geht er down. So. So, ach, das ist hier. Ach so, okay. Wo das Gefängnis hier mit diesem Fort. Was für dieses Fort, was wir. Wo wir da einbrechen mussten in den Fort. Das war ganz ziemlich. Relativ am Anfang war das gewesen. So, war denn die nächste Truhe? Nächste Truhe ist, glaube ich, etwas weiter weg. Ne, da ist noch eine Truhe. Aber relativ gut verteilt eigentlich die Truhen. Hallo, Edward. So. Da war die nächste Truhe. Ja. Ah, hier. Die Kollegen, die kennen wir ja. Vom, wie ich hier erst einmal Nassau besucht habe, habe ich die auch schon gesehen. Die Jungs, die am Lagerfeuer sitzen. Ja, alles kommt irgendwie irgendwann mal wieder zusammen. So, wir gesellen uns mal hier zu. Und in der nächsten Folge weitere Truhensammlung und vielleicht die Aufrüstung von Edwards Lebensanzeige. Und ihr solltet auf jeden Fall wieder einschalten. Also, macht's gut. Tschüss.